So, heute sind wir bei dem Hauptquartier von Sagenhafter Harz und mal gucken, ob wer da ist. Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Sagenhafter Harz. Kommt mal rein. Ja, Sagenhafter Harz ist ja eine spannende Interessensinitiative, die sich gegründet hat, einfach um diesen Schatz der Sagen zu erhalten. Wir wollen diese Sagen wieder neu der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, haben natürlich die Plattform Sagenhafter Harz auf Facebook begründet, haben eine eigene Internetseite und schreiben natürlich auch Bücher. Ja, ich warte gerade total ungeduldig auf Sagenhaftes Halberstadt, das müsste heute ankommen, denn unser Team zusammengestellt, zum Beispiel aus unserem Starfotografen Stefan Herford oder Jelka Lüttke, die die Bildbearbeitung macht. Ich mache hauptsächlich den Sagenteil, das ist ganz spannend. Wir haben natürlich aber auch Lektoraten oder... Ja, warte mal, ich bin doch gerade am... Ja. Du hast schon wieder bei Facebook eine Anfrage gekriegt. Ja, wieder eine neue Wanderanfrage? Ja, ja. Krass, okay. Ja. Okay, schon abgeschickt, danke! Ja, weißt du, Teufelchen, Sagenhafter Harz, das ist halt auch nicht immer nur am PC rumsitzen. Manchmal muss man sich auch noch körperlich so ein bisschen ertüchtigen, dass man das Gefühl hat, man ist noch ein ganzer Kerl. Ja, ja, ja. Ja. Das hier. Weil wird ja nicht umsonst warm, ne? In der Hölle. Hast du das vielleicht so? Das habe ich auch schon mal besser gesehen. Da hätte ich deine Kraft, Teufel. Dann wäre das ja kein Problem. Ja, warte, ich muss das kurz mal richten. Von wegen keine Kraft. Verdammt, Dax. Okay. Das war meine Teufelskraft gewesen, die ich dir gerade gegeben habe. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ja, okay. Reicht erstmal ein bisschen erholen. Und wer weiß, ne? Ja, ich wünschte, du hättest mir auch ein schönes Bierchen mitgebracht. Ich brauche auch zum Schluss meine Karte. Ja, darfst du 100 Anfragen für Bücher? Bücheranfragen? Ja, stell den Laptop einfach irgendwo hin. Das ist schon in Ordnung. Okay. Ja, siehst du, so kann das nämlich laufen. Ja. Ich denke einfach, wir machen irgendwas goldrichtig mit Sagenhafter Harz. Das passt schon ganz gut. Schatz, irgendwie siehst du heute viel besser aus als sonst. Findest du? Ja! Ah! Der Laptop ist kaputt jetzt, glaube ich. Warum stellst du denn den Laptop? Du hast gesagt, soll ich irgendwo hinstellen. Scheiße. Ich sage euch, Sagenhafter Harz, das weckt auch den Teufel in euch. Na, das war ja heute echt ein Heidenspaß, war bei Sagenhafter Harz. Oh ja. Outtakes. Habe ich auch schon mal besser gesehen. Da hätte ich deine Kraft, Teufel. Dann wäre das ja kein Problem. Oh, den Kühlschrank holen. Ey, guck mal, wieder siehste, eine Buchanfrage. 100 verkaufte Bücher. Siehst du, so funktioniert das nicht. Was denn? Ich darf den Laptop noch nicht sehen. Was? Ich darf den Laptop noch nicht sehen. Wie sollst du denn dann... Ist egal, mach gleich weiter. Genau. Also, Schatz. Ich bin okay. Weil ich sag's gerade noch, ne? Das hab ich auch schon mal besser gesehen. Zack, das Ding durch. Die macht mich fertig, die Frau. Du musst schon herlaufen, dann einfach, wenn wir uns beide unterhalten. Sobald ich mich eben zuwende, kommst du und sagst so, Schatz. Keine Luft. Du brauchst keine Luft. Du musst nur ganz kurz gut aussehen. Du musst auch mal atmen. Okay, also. Einfach irgendwo hin, das ist schon in Ordnung. Okay. Schatz, irgendwie siehst du heute viel besser aus als sonst. Findest du? Ja! Ah! Der Laptop ist kaputt jetzt, glaube ich. Warum stellst du denn den Laptop? Du hast gesagt, ich soll ihn irgendwo hinstellen. Oh, oh Mann, ey. Ich weiß.
glaube, du kannst jetzt nicht zum Media machen. Genau. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich bin hingefallen. Dann hat das so gemacht. Ausgerutscht, ne? Und dann war er kaputt. Ey, ich auch nicht. Ich denke, das kriegen wir noch.